So, meine lieben Freunde, Crossout geht weiter. Und das ist mein neues Fahrzeug. Ich habe euch ja gesagt, mein letztes Fahrzeug war zwar stark, groß, klobig. Es hat mir nicht gut gefallen. Hat mir irgendwie nicht gut gefallen, auch wenn ich im Kampf eigentlich recht gut, immer gut dabei war. Es hat mir aber irgendwie vom Aussehen nicht so wirklich gut gefallen. Alles ein bisschen viereckig und kantig. Und das Fahrzeug ist auch noch nicht final. Warum? Weil ich ja gesagt habe, ich habe ja noch eine 100 mm Kanone im Bau. Und das Frontteil, was ihr hier seht, mit der 76er drehbaren, das habe ich jetzt eben nur vor kurzem für den Bau meiner 100 mm, muss ich hier meine 88 mm abbauen. Und dafür habe ich dann eben als Ersatz die 76er vorne dran geschnallt. So, jetzt werden wir erstmal in den Shop gehen. Oder nicht in den Shop, in die Werkbank. Und da liegt sie schon parat für mich, die 100 mm. Supi. Und jetzt werden wir die natürlich mit aufschnallen. Ihr seht, volle Pulle Damage. Die Zeit des, ja, die Schießrate, sagen wir mal, sehr, sehr langsam. Aber es macht nichts. Wir müssen ja nicht unbedingt immer in den Nahkampf. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir werden die jetzt da abmontieren. Kann man eigentlich wieder... Kann ich eigentlich trotzdem, auch wenn ich das Spiel neu gestartet habe? Kann man nicht, nee. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich jetzt meinen alten Bau wieder zurückholen. So. Legen wir den so hin. Kopieren die, damit wir auch die Farbe haben. Und jetzt haben wir 200 mm Kanonen. So, jetzt müssen wir über die Front aber wieder neu bauen. Das kommt weg. Und wir hatten, glaube ich, diese zwei Schrägen gehabt. Da. Das müsste eigentlich, müsste das so ausgesehen haben. Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ja, das war so, genau. So, jetzt zoome ich mal wieder raus. Und das ist eben mein neues Fahrzeug. Ihr seht übrigens, ich bin auch gestern noch meinem Level gestiegen. Ihr seht ja auch rechts auf der Seite Powerscore 5800. Darunter, wie viele Structure Points ich habe. Also wie viele Rüstung insgesamt auf dem ganzen Fahrzeug drauf ist. Oder eben Verteidigung mit dem kleinen Schildchen. Und darunter ist, wie viele Parts ich habe. Ich habe jetzt nochmal 5 Parts dazu bekommen. Und jetzt können wir so gesehen nochmal 5, konnte ich sogar nochmal 5 Teile mehr drauf bauen. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. So. So sieht's aus. Fährt sich schnell, ist sehr einfacher, auch wendiger als das andere Fahrzeug. Und dann kann man eben, ich habe den Scope, wie ihr seht, auf der rechten Seite. Also hier, rechts. Und wenn man dann zu weit nach rechts zoomt, dann guckt man hier auf das Innenteil von einem Auto. Aber das muss man ja nicht, wir zoomen nur gerade ausgucken. Gucken wir hier auf das Fahrzeug und dann so ausrichten. Und dann wollen wir mal mit 200 mm fetzt das auch richtig gut. Wunderbar. Wollen wir den mal angucken, wie viel der aushalten kann. So. Ich schieße natürlich jetzt gerade wieder auf die Kabine. Also, sobald ich auf diese Kabine schieße, geht das natürlich alles weg. Und da seht ihr, ich könnte auch perfekt so schießen. Das geht auch. Ja. Das ist mein Leviathan, den ich ja wieder auseinandergebaut habe, weil hier mir das Fahrzeug... Teile, die ich dafür brauchte, für das Fahrzeug hier. So, gehen wir wieder in die Garage. Also, das ist unser neues Panzerchen. Ich habe die schwarze Farbe verworfen. Ich könnte aber trotzdem mal gucken, wie das mit der Farbe aussieht, wenn es schwarz ist. Also ich finde diese Sterne irgendwie super. Die gefallen mir irgendwie immer gut. Wir gucken aber, wie es mal auch schwarz aussieht. Wir können eigentlich alles schwarz machen. Dann mache ich die nachher wieder rot. So, mal gucken. So. Gibt es eigentlich eine... Leute, die ihr... Vielleicht spielt ihr das Spiel ja selber. Gibt es eine Taste, wo man das ganze Fahrzeug anmalen kann, ohne dass ich immer hier 5000 Mal auf einen Knopf drücken muss. Auf meine arme Maus-Taste. Wenn ihr es wisst, dann sagt es mir bitte. Das wäre nämlich eine tolle Sache. Wie kann ich das jetzt hier...
Wo sind noch Sterne? Sterne, Sterne, Sterne. Glaube, das waren alle Sterne. Ich glaube schon. So, zurück wird natürlich. Das wird hier so gelassen. Das wird so gelassen. Und dann nehmen wir Rot. Ich finde diese roten. Also ich hätte eher lieber eine andere Farbe gehabt, irgendwas wie Chrom oder sowas. Das habe ich aber nicht. Gibt's aber auch zu kaufen. Sieht auch nicht schlecht aus, so ein schwarzer Panzer, ne? Schreibt es mir doch mal mit in die Kommentare. Soll ich den schwarz lassen oder soll ich den doch lieber auf Sternmobil machen? Ihr seht hier die Auspuffe, die hier so rausragen. Die habe ich in der Seite montiert hier. So. Da innen drin ist wie also Standard schön explosiv alles innen drin auch. Aber ich will ja nicht darauf hoffen, dass mir jemand das Teil wegschießt. Übrigens kann ich den Scope auch mal ein bisschen höher setzen. Dann sieht er nicht mehr so gut aus, oder? Nee, das sieht nicht schön aus. Manchmal muss es ja nicht schön aussehen, aber ich finde eigentlich, ich habe das ganz gut hinbekommen, dass ich das hier schön zubaue. Hier kommen zwar noch zwei, drei Bauteile hier vorne hin, dass das noch zu ist, aber ich habe keine Structure Points mehr. Und keine Parts zum Verbauen. Also, sollen wir es einfach so lassen? So, 200 mm, das ist echt super. Ich bin total glücklich darüber. Die werden mir aber sehr oft abgeschossen. Das hatte ich jetzt in den letzten Kämpfen immer gehabt, dass mir jemand mit dieser Waffe hier, Nomads, Lila, diese Autocannon 25, oder ist das das nächste Modell? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, das ist das einzige Modell, was es so gibt. Autocannon, die es so aussieht. Ich glaube schon. Das sind echt böse Waffen, weil die können auf eine Distanz sehr, sehr viel Schaden anrichten. Und ihr seht auch hier. Ich kann jetzt nicht rübergehen mit der Maus. Ihr seht hier, was das Fenster offen ist. Das ist die Fire Rate und die Damage und die Range sehr, 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 sehr hoch ist und sehr stark. Also, wow. Und da fällt einfach mal so eine ganz dicke Kanone mal einfach so ab. Da kann man fette Schrauben reindrehen, wie man möchte. Okay, genug gequatscht. Wir werden jetzt einfach mal ganz kurz in einen Kampf gehen für euch. Aber bevor ich das mache, gucke ich mir erst noch mal ganz kurz an. Scavengers. Bin ich ja Level 10 geworden. Wir werden jetzt Level 11 ist ja Level 11. Ich muss doch noch was quatschen. Ihr seht hier, das ist das nächste Level. Level 11 ist mein Ziel für diesen hier. Zwei kriege ich davon. Train Plow. Ach, das vom Zug? Das ist ja cool. Ich habe eher gedacht, so was wäre sowas wie ein Schneeschieber. Train Plow. Cool. Das ist echt da und direkt Level 12 noch zwei. Also da freue ich mich echt drauf, weil das sind, ihr seht. Structure Points 538. Wow. Also, und die Gewichte sind bestimmt auch 800. Also, da muss ich bestimmt einen Motor einbauen. Wie sah es eigentlich aus mit dem Motor, den ich hier bauen konnte bei Blau? Der war ja mega schwer. Kann aber auch viel tragen. Ja, okay. Was sieht's denn? Wie sieht's denn aus bei den Nomads? Der war, glaube ich, bei Lila da. 2 Punkte Energie. Der hat der von den Scavengers auch 2 Punkte Energie gehabt. Ein Punkt nur. Okay, aber der macht natürlich weniger Kilo. Okay. Lunatics, da wollte ich eigentlich auch nochmal hinspielen. Gucken wir mal, was gibt es hier. Da gibt es diesen V8-Motor. 2 Punkte. Mega schnell, ne? Cool. Aber wir bleiben erst nochmal mit den Scavengers. Warum? Weil wir hier. Der Wixi hat. Also Wixwax hat sich jetzt diesen Flum 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 Grenade Launcher, der AGS 40, gebaut. Und ist eigentlich ganz zufrieden mit dem Teil. Und da ich ja noch in der gleichen Kategorie bin und ich den hier eigentlich auch ganz cool finde, werde ich mir den nämlich mal auch bauen. Dafür brauche ich dann wohl nur noch zwei Kabinen. Ich habe hier schon mal darauf hingearbeitet. Zwei, diese Heavy Generator, die mich eigentlich total nerven, weil die so riesig sind. Davon habe ich schon zwei. Von den Shotguns habe ich schon zwei mal damals bekommen und auch noch zwei nachgebaut. Und dann brauchen wir eben noch mal drei Kabinen. Für drei Kabinen. Was brauchen wir denn da? Noch mal schnell gucken. Ah. Oh.
machen wir mal so, get the cabin. Oder, das get the cannon? Get the wheels war das. Get the wheels. Los, ab in den Fight. Wir kommen natürlich jetzt mit meinen 200 mm in richtige böse Kategorien. Und da ist echt nicht mehr, wie sagt man da, Kuchen essen, sagt man da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man sagt Kuchen essen. Kirschen essen? Ich weiß es nicht. Oh. Ja. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch ein bisschen rau und ein bisschen kratzig. Also, sorry nochmal dafür, aber bald bin ich ja wieder gesund. Na los. Was haben wir denn da? 40er mit dicken Kanonen. Ach. Wie ich das nervig finde, dass man immer gegen 40er spielen muss. Auch wenn die vielleicht vom Structure Points dann nicht, oder vom Power Score zwar nicht mehr so groß sind, sind sie ja trotzdem immer noch gefährlich, weil sie ja, ihr seht hier, da sind zwei gelbe Kanonen drauf. Schon ein bisschen blöd. Oh, hier, wie viel Auspuff hat. Oh, hier schätze ich hin. Nur so halbwegs getroffen. Nochmal nur halbwegs getroffen. Hat sich noch flüchten können. Und es immer bin ich dran. Immer ich als erstes. Das ist ja so nervig. Aber jetzt können wir uns wenigstens mal die Fahrzeuge angucken. Also Level 40 mit zwei Reapern. Ich weiß zwar nicht, wie man zwei Reaper bekommt. Das ist echt brutal. Da muss man, denke ich mal, schon dick Geld ausgegeben haben. Dann gehen wir mal weiter. Level 26. Der Arme. Level 40, was hat der denn da? Nichts Besonderes. Aber ihr seht, das bedeutet Turret-Kanone 76 mm und dann hier mit Incendiary, ich glaube anzündbar oder entzündbar, denke ich, heißt das. Man kann ja bei Fusion, also bei Fusion, kann man ja Bauteile zusammen mixen. Und wenn man das macht, dann kann man dann eben wenn man zwei 76er dort, drei Bauteile sind das, wenn man drei 76er zusammen fusioniert, dann kriegt man eine 76er mit, wow, gut gelaufen, eine 76er mit einer speziellen Fähigkeit, und der hat hier eine Waffe, die eben beim Schuss irgendwie noch was anbrennt. Was hat denn der noch dran? Ach, der hat euch doch irgendwie noch was da drin eingebaut, oder? Kettenwerfer? Nö. Schade. Guck mal den hier. Ah, der hat so einen Skorpion drauf. Das ist keine gelbe, das ist eine orange. Orange ist, glaube ich, die letzte Kategorie, die stärkste Kategorie. Nicht unbedingt schön. Ich finde dieses Skorpion zwar stark, ist ein Laser. Wenn ihr es jetzt selber nicht wisst, was der macht, das ist ein Laser. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, der hat eine sehr lange Nachladezeit, ist sehr, sehr stark. Hier unten steht übrigens, dass ich meine Mission schon überfüllt habe. Ich mache gerade auch diese Mission schon mal. Zeige ich euch gleich auch noch. Und dieses Skorpion ist einfach zu groß. Es gibt doch manche Fahrzeuge, manche, die haben da drauf auf ihre Fahrzeuge zwei Stück geschnallt. Das sieht aus, als ob man eine Salatgabel zum Spaghetti-Essen nutzt. Also total. Oh, ich habe Angst, dass hier hinter mir gleich wieder jemand kommt. Ich helfe da, glaube ich, mal in dem Gang aus. Ja. Komm, komm, komm. Mist. Oh nein, 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 nein. Oh nein, hinter mir.
Verdammt! Sehr doof. Jetzt kann ich natürlich nichts mehr machen. Die 200 mm zusammenzusetzen, ist eigentlich auch nicht so eine tolle Idee. Ach. Machen wir ein bisschen Schaden. Mist. Zweite Runde, null, nichts gemacht. Keine Belohnung kriegen wir sowieso nicht, weil wir verloren haben. Nicht einen halben Schuss abgegeben. Sehr schade. Aber es ist leider die Kategorie 100. 40er mit den 40ern zu spielen, das ist immer so. Die haben einfach, entweder haben es drauf oder die haben einfach diese super, ich weiß nicht, wir haben jetzt mit Witte und Wixwax gestern gegen Typen gespielt. Man startet jetzt, ich zeige es euch jetzt gerade mal, so, 1, 2, 3 und meine Waffen waren weg. Ich weiß nicht, wie, das, man, wir haben auf der Bridge gespielt, wer fährt gerade den kleinen Hügel hoch. Ich weiß nicht, wie der mich sehen konnte und der schießt genau meine Waffen ab. Und das ist die ganze Zeit so gegangen. Wir haben zwar versucht, mal ein bisschen gegen diese 240er anzugehen, aber das war... Wir sind ja immer durch diese... Durch, dass wir im Dreierteam spielen, kommen wir automatisch ja immer auch gegen schwere Gegner. Sehr, sehr ärgerlich. Ich sehe ihn gar nichts, wie der mich abschießen kann manchmal, die Gegner. Das finde ich echt super. Genau... Meine Waffen. Schnell zurück. Der andere schießt nämlich auf mich. Seht ihr? Das ist nämlich da. Das ist dieser. Dieser Skorpion. Skorpion hat mein ganzes Frontteil weggeschossen. Oh. Wir sind auch gerade wieder haushoch und verlieren, glaube ich. Wenigstens haben wir einen Kill. Komm. Hinter uns ist einer. Schnell weg. Das war knapp. Sauber. Weg ist er. Da, das ist die Waffe, die so brutal ist. Die da oben drauf geschnallt ist. Ich finde die sowas von stark. So. Bleib drin, ich nehme die Fahne wieder zurück ein. So. Feigling. Mist. Ein bisschen getroffen, nur aus der Bahn geworfen. Mann, was war denn das jetzt? Damit hat er mich gekillt? Oh, ärgerlich. Schade. Schade, schade. Ihr seht, Klasse, die Klasse hier oben ist mega, mega schwer. Aber das ist aber nicht immer so, dass man immer gegen 40er kämpft. Man hat auch... Wir haben jetzt die letzten... Wir haben ja, wo ich krank war... Ich gehe jetzt einmal raus. Wo ich krank war, ziemlich oft auch gleiche Klassen gehabt. Wir sind ja jetzt hier in, wir haben ja Power Score 5,8 und wir haben Fahrzeuge gehabt zwischen 5500 und 5600 und wir haben auch mehr oder weniger gegen so gleiche Klassen gespielt plus gleiches Level und das macht dann schon ganz anderen Spaß. Aber jetzt ist, denke ich mal, das wird noch so sein in der Closed Beta, bis es zur Open Beta wird, wird man eben dann noch vom Spiel irgendwo reingeworfen, weil die 40er haben natürlich dann auch, wie gesagt, einen Powerscore von 6000, das wäre dann in meiner Nähe, aber man kommt dann natürlich gegen die Bauteile und gegen die Waffen manchmal auch gar nicht an. Da schießt man, die schießen da zweimal auf das Fahrzeug und dann fällt das ja schon auseinander. Also man sollte sich noch nicht so richtig drüber aufregen, wie ich es gerade mache. Ich bin auch die letzten Tage sehr, sehr wütend über das Spiel gewesen, weil man natürlich in diese Kategorie immer reinfällt, aber ich denke mal, wenn dann die Closed Beta vorbei ist und es zur Open Beta wird, werden viel, viel mehr Spieler werden.
dazukommen und dann wird das Spiel automatisch dich dann auch in die richtige Kategorie werfen. So, jetzt wollte ich noch ganz kurz bei Season. So, die ersten vier haben wir schon gemacht, den fünften haben wir gerade geschafft. Wir gehen Get the Award. Was müssen wir jetzt machen? Destroy 40 Raiders, okay. Okay, wir müssen einfach nur hier so ein 40er. Dann machen wir das so. 40 Raiders. Das müssen wir dann leider anders machen. Ich nehme dann hier mein kleines Fahrzeug, weil das hat ja mehr. Erstmal schneller und hat mehr Kugeln. Siege Victory. Das ist ganz cool. Dann mache ich jetzt mal diesen Siege. Hoffentlich komme ich sofort in einen Kampf rein. Und dann werde ich diese Mission ganz kurz noch machen. 40 Raiders ist jetzt nicht unbedingt so schwer. Die werde ich zwar jetzt nicht in dieser Runde schaffen, aber in der nächsten oder übernächsten Runde. Ich sammle ja übrigens, wenn jemand gewinnt, habe ich ja mein Benzinfass oben drauf und dann kriege ich natürlich ein bisschen mehr hier Öl. Was ist das? Öl ist das eigentlich? Benzin? Gasolin? Weiß ich nicht. Habe ich leider alles schon ausgegeben. Das war jetzt 25, weil wir einmal gewonnen haben, habe ich das einmal bekommen. Ich hatte insgesamt, glaube ich, 1000 oder sowas oder 800 und das habe ich alles in den letzten Tagen einfach immer ausgegeben, weil ich immer mehr Kupfer brauchte. So, komm nicht in einen Fight, das ist nicht gut. Mal gucken, was kann man hier bauen. Die Kabine übrigens, die habe ich noch gar nicht. Ich habe eigentlich alle Kabinen, nur die noch nicht. Aber da mir ja das Kupfer im Moment lieb ist. Oh, cool. Gucken, was dabei ist, ob das alles 3000er sind. 4, 3000, das ist alles in der richtigen Kategorie. Okay, Siege. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen auf die Raiders mitschießen. So, erstmal den ersten gemacht. Oha. Ich bin natürlich jetzt das Arschloch, wo die sagen, warum schießt denn der jetzt immer auf die Raiders? Und nicht auf die Türme. Wir machen natürlich jetzt auch die Türme. Ich werde nicht. Aber jetzt schon mal drei gemacht. Drei ist schon mal gut. Wenn wir noch einen Turm schnell aussuchen gehen. Da nehmen wir irgendwo einen Turm, machen mal ein paar Türme kaputt. Ich hoffe, dass wir meinen kleinen Turm nicht kaputt machen. Ah, das ist einer. Den räumen wir von der anderen Seite auf. Oh. Dann nehmen wir den hinten, in den nächsten eben. Oh. Wenn ihr die kleinen Waffen, wenn ihr es selber nicht noch nicht wisst, für erfahrene Crossouter ist das jetzt natürlich jetzt nicht so interessant, wenn ihr die Waffen vorher abschießt, dann macht der die Explosion dann immer noch ein Stückchen mehr Schaden. Ihr werdet das gleich sehen. Wenn ihr so drauf schießt, dann macht ihr den Schaden dann eurer Waffe. Seht? Wenn ich jetzt hier drauf schieße, 1000 Schaden bei der jetzt. Komm. Nee. Das haben die wirklich nicht geschafft, nicht einen Turm dort hinten kaputt zu machen oder was? Das waren meine 40 Benzin gewesen. Schade. Das Kupfer hätte ich eigentlich ganz gut gebrauchen können. Naja, egal. Jetzt kann ich auch nicht mehr in einen Kampf, um meine Raiders zu machen, um meine Missionen. Ihr seht ja hier, ich habe ja gerade hier das gemacht. So, jetzt habe ich dann wie viel gekillt? Vier. Da fehlen mir ja nicht mehr viele. Wow. Okay, ich mache jetzt noch mal eine Runde. Ja, hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht in diese blöde Kategorie komme. Was brauchte ich? Jetzt so wild was. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht wieder in diese böse Kategorie. Wird aber sowieso so sein. Sind am letztes halt auch irgendwie nur noch die gleichen Spieler.
Das sind die gleichen. Hedge, da ist er wieder dabei. Goga, ist alles wieder gleich. Captain Nero. Johnny X3 Mal. Mal. X3 Mal. Oder John Nix. Weiß nicht, wer gelesen wird. Ihr seht, Kategorie 6000, 6000, 6000. Das geht eigentlich noch. Aber das sind nur die Powerscores. Da darf man sich nicht vertun. Ihr seht, das ist ein 40er. Das ist ja der, den wir eben hatten. Also, das wird ein kleinerer sein, denke ich mal. Gucken, was uns erwartet. Also da fahre ich nicht gerne lang. Da fährt man in so eine blinde Nische. Das mache ich, wenn dann nur, wenn es dann richtig. Oh nein. Jeder Penner. Ihr seht, perfektes Timing, wie sie es machen. Schießen genau auf die Waffe, genau Millimeter genau. Ach, doof. Kein Öl, kein Benzin, nichts, keine Punkte, überhaupt nichts gemacht. Ach je. Dann können wir ja so lange schon mal in die Garage, weil ich werde sowieso nichts bekommen. Vielleicht, wenn ich ja, wenn die ja gerade spielen, ihr seht jetzt, die spielen ja jetzt gerade, dann denkt man sich, okay, dann gehen wir kurz raus, dann gehen wir wieder rein und dann kommt man ja wieso in eine andere Gruppe. Wir werden jetzt genau in diese gleiche Gruppe kommen, in dem gleichen Map. Und? Oh nein, supi, geil! Sonst kommt man immer als Zuschauer dann wieder auf die gleiche Karte zu den gleichen Spielern. Das ist schön. Also wartet die Runde gar nicht erst ab, wenn ihr nichts getan habt. Ich habe jetzt gerade zwei Schüsse abgegeben. Das waren insgesamt 200, 300 Schaden. Dafür kriegt ihr keine Punkte. Dann wartet ihr die Runde ab und dann habt ihr nichts davon gehabt. Also wäre es auch nicht so logisch gewesen. Ich war jetzt gerade mit der Emma mit. Das ist nicht so schlau. Sind doch die Spieler. Abdrehen! Abdrehen! Fahren wir hier vorne lang. Dieses Arschgesicht hat sich natürlich in die Luft gesprengt gerade, weil ich mir gerade ziemlich viel Schaden zugefügt habe, aber macht nichts. Vielleicht werden wir ja noch ein bisschen. Oh Gott, mein Fahrzeug ist auskalibriert jetzt. Jetzt hampelt das nur noch rum. Der hat gar keinen Schutz. Aber null. Aber zwei dicke Kanonen. Wo hat er den Heavy Generator denn hingebaut? Hä? Da drunter irgendwo. Da ist er irgendwo. Da. Auch nicht schlau. Also, ich weiß es nicht. Wenn da jetzt. Nimm doch wirklich die Fahne ein. Da ist die Emma mit dabei. Oder die Emily da mit dabei bei denen. Das geht viel zu schnell. Mist. Das war's. Hoffentlich fährt der Bot wieder raus. Aber wir haben das Spiel wieder verloren. Schade. Tja. Kein Benzin, weil ich gestorben bin. Keine Punkte, weil wir gar nichts. Keine Belohnung. Ihr seht, ich habe jetzt hier zweimal nur getroffen. Und das ist nichts. Da kriegt man ja gar nichts für. Also, die eine Runde wäre mehr, da wäre nichts raus geworden. Deswegen einfach raus und zack ins nächste Spiel und hoffen, dass man nicht in die gleiche Kategorie kommt. Ich hoffe, dass wir nicht in die Garage kommen. Ja. Was haben wir denn da für Powerscore? Okay.
Ich will ja eigentlich immer hinten rumfahren und vergesse das jedes Mal und fahre hier lang. Und jetzt kriege ich gleich mal erstmal eine Kugel ab. Vorfahren. Oh. So. Okay. Darauf plädiere ich ja auch immer so sehr. Ich habe jetzt gerade die Sophia. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand vorher schon drauf geschossen hat, aber auch wenn das nicht passiert ist, wenn ich oder wenn ihr einem Spieler, ob das ein Spieler, ein Computer, Computergegner oder Computermitspieler ist, ne, Computergegner, wenn ihr den zu 90% kaputt geschossen habt und dann ein anderer vorbeikommt und 10% noch runterschießt, kriegt er die... Oh, drehen! Dann kriegt er die meisten Punkte, weil er den Kill gemacht hat. Und das sollte nach meiner Rechnung nicht sein. Das gab es damals bei Battlefield 2, 3. Und dann haben sie es auch irgendwann geändert, dass... War hier nicht noch ein Spiel? Ach, da. War zu schnell geschossen, aber egal. Oh, ich komm euch helfen, ich komm euch helfen. Hinter mir ist einer. Ach, dieses blöde Computer, was dem mir auf den Sack geht. Die ganze vordere Teil weggeschossen. Wir müssen jetzt unbedingt noch einen killen. Mist. Der andere weggefahren. Mist. Oh, die kriegst du nicht runtergeschossen, ne? Mist, verdammt nochmal. Schade, schade. Nur losen, nichts gemacht, aber haben wir wenigstens ein paar Punkte bekommen. Ist schon mal schade, wenn ich würde echt gerne lieber eine Belohnung bekommen als die Punkte. Aber wir gehen jetzt mal raus, weil ich muss leider jetzt gehen. Wir haben schon eine halbe Stunde gespielt. In der nächsten Folge werden wir dann aber wieder dann mit Wixwax oder mit Witte oder vielleicht mit dem Stone mal zusammenspielen. Okay, Leute. Sorry, das ist gerade, ich glaube, Nullus waren das. Ja, Nullus, aber trotzdem, das Fahrzeug gefällt mir richtig gut. Es fährt sich gut, es schießt gut. Vielleicht sollte ich die Waffen noch irgendwie besser schützen. Mal sehen, wie ich das bewerkstelligen kann. Vielleicht kann ich hier oben drauf noch irgendwas bauen. Okay, Leute, Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Trotzdem gefallen hat, auch wegen viel Loos. Aber wir haben ja trotzdem eigentlich ganz gut gespielt. Bis dann und tschüss.